Wie wir im Vorspann gesehen haben, dreht sich alles um den DARC. Aber seit Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre drehte sich mehr und mehr alles um das Amateurfunkzentrum. Für uns Baunatal Funkamateure war das damals eine sehr frohe Botschaft, dass gerade hier bei uns die Bundesgeschäftsstelle des DARC gebaut werden sollte. Die volle Tragweite dieses Vorhabens wurde uns erst nach und nach bewusst. Eines war uns aber sofort klar. Unser Hobby würde durch diese Baumaßnahme hier im Baunatal kolossal aufgewertet. Deshalb waren wir froh, dass die Stadt Baunatal schnell und präzise bei der Sicherstellung des Grundstücks gehandelt hat. Als dann bei der Clubversammlung, damals in Saarbrücken, der Zuschlag für Baunatal erfolgte, waren wir überglücklich. Von Stund an wurden wir bei unseren Funkverbindungen mit allerlei Fragen bombardiert. Wo ist das Grundstück? Wird schon gebaut? Wie weit ist der Bau? Manche ließen sich auch bei der Durchreise von uns dorthin lotsen, um mit eigenen Augen den Stand der Dinge zu beurteilen. Wie auch immer, wir waren mittendrin, immer vor Ort. Wir lernten in dieser Zeit eine Menge Funkamateure kennen. Die Mehrzahl fand das alles in Ordnung und freute sich mit uns. Aber einige sahen alles nur schwarz und gar nicht lustig. Wir konnten überhaupt nicht einsehen, dass es Leute gab, die uns den Spaß verderben wollten. Dass damals sogar in der Clubleitung von einigen Leuten der Bau sabotiert wurde, war uns zum Glück, möchte ich sagen, nicht bekannt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt, ich werde es an geeigneter Stelle erwähnen, haben uns diese Querulanten schwer zu schaffen gemacht. Trotz allem ging der Bau zügig voran und wurde schließlich 1972 seiner Bestimmung übergeben. Wer bis hierher aufmerksam zugehört hat, kann sich jetzt auch die dunklen Wolken über dem Amateurfunkzentrum erklären. Aber wir wollen das Amateurfunkzentrum anders sehen, in einem anderen Licht, freundlicher, heller, schöner, vor allem farbig und mit Antennen. An dieser Stelle kann ich jetzt auch den ersten kleinen Film einsetzen. Die Videozeit war damals noch nicht, deshalb muss man froh sein, dass jemand mal mit Super 8 gefilmt hat. In diesem Fall war es der Paul, die F2FC. Jedenfalls stammen diese Bilder aus der Anfangszeit des AFUZ. Gehen wir mal hinein. Am Empfang und am Aufgang zum Turm oder nach unten zur Kellerschenke vorbei kommt man zur QSL-Vermittlung. Dort waren außer den fleißigen Frauen auch der Manfred Stach, DL3ZI. Gleich in dem Raum hinter dieser Wand war Geschäftsführer Ulf Kluge, DJ1BQ. Für uns ein Glücksfall, ein sehr sympathischer OM. Noch ein Blick in den Besprechungsraum und dann sind wir wieder draußen. Man hat dort oben gern gesehen, dass wir nach Feierabend in allen Bereichen geholfen haben. Denn es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis alles funktioniert hat. Auch setzte jetzt ein Besucherstrom ohnegleichen ein. Vor allem an den Wochenenden war es besonders schlimm. Ganze Busladungen rollten vor das AFUZ. Es war fast immer ein Fest. Und wir waren auch bei diesen Gelegenheiten immer dabei. Es war eine sehr schöne Zeit für uns Baunataler Funkamateure. Wir fühlten uns am Nabel der Welt. Warum erzähle ich das alles?
Ganz einfach, weil es notwendig ist, um zu begreifen, dass die Gründung des Ortsverband Baunatal eine Notwendigkeit war und von Tag zu Tag dringender wurde. Und weil das Amateurfunkzentrum schließlich unsere Gebärmutter war. Anfang des Jahres 1973 war es dann soweit, dass aus der Idee Realität werden sollte. Ich habe mich also zusammen mit dem Ulf Kluge hingesetzt und die Adressen all der OMs auf einen Zettel notiert, welche für unsere OV-Neugründung in Frage kommen. Bei dem harten Baunataler Kern brauchte man nicht mehr fragen, denn wir waren uns längst einig. Die anderen habe ich besucht und bei einem persönlichen Gespräch das Einverständnis eingeholt. Oder auch nicht. Um das Einverständnis des OV Kassel, Fox 12, zu erreichen, wurde die Autobahn A44 als Grenze bzw. als Zuständigkeitsbereich verabredet. Somit sollte vermieden werden, dass der halbe Ortsverband Kassel nach Baunatal überwechselt, aus welchen Gründen auch immer. Dies sollte aber nur Gültigkeit haben für den derzeitigen Mitgliederstand. Alle neuen DRC-Mitglieder sollten aber ihre OV-Zugehörigkeit selbst bestimmen können. Der damalige OVV von Kassel war DJ7 Cäsar Dora Christian Demmich. Der Antrag zur Neugründung des Ortsverbandes Baunatal wurde dem Distriktsvorstand am 26. Januar 1973 zugesandt und von ihm während der Distriktsversammlung am 28. April 1973 in Winkel im Rheingau positiv bewertet. Während dieser Zeit waren wir aber nicht untätig, sondern im Gegenteil. Wir mussten die Kellerschenke im AFUZ herrichten. Denn dort sollte nicht nur die Gründungsversammlung stattfinden, sondern auch alle zukünftigen Ortsverbandsversammlungen. Als die Arbeit vollendet war, haben wir schon mal im kleinen Kreis die Kellerschenke eingeweiht. Da sitzen sie nun, nach getaner Arbeit, an einem Tisch in der Kellerschenke und lassen sich das Bier wohl schmecken. Vorn links am Tisch sitzt der Herbert, dann folgt Adam und Christian. Hinten an der Ecke sitzt der Hermann Block, denn der Paul hat im Moment gefilmt. Die beiden haben sich immer abgewechselt. Wenn der Paul dort hinten sitzt, dann hat der Hermann gefilmt. Und dort hinten am Kühlschrank unser Geschäftsführer Ulf Kluge. An der vorderen Ecke Peter Degen. Und dann der Manfred Stach. Auch diese Bilder zeigen erneut die starke Verbundenheit zum Amateurfunkzentrum und seiner Mannschaft. Ich bin doch ziemlich froh, dass ich ein paar Bilder und sogar einen alten Super 8 Film aus dieser Zeit gefunden habe. Keine Angst, Ulf, die Decke hält. Und wenn sie keiner runtergerissen hat, dann hängt sie noch heute. Am 13. Mai 1973 wurden die Einladungen zur Gründungsversammlung verschickt und für den 30. Mai 1973 um 19.30 Uhr einberufen. Dank unserem Paul DF2FC gibt es sogar ein kleines Stück Film, weil er damals mit der Kamera mal draufgehalten hat. Es ist zwar kein Ton drauf, aber man sieht wenigstens die Gründungs-OMs dort rumsitzen. Laut handschriftlichem Protokoll war der Ortsverband Baunatal um 20 Uhr und 5 Minuten gegründet. Er bekam den sehr begehrten DOK Fox 41. Zum ersten OVV des neuen Ortsverbandes wurde Adam Ritze DJ9VV gewählt. Zum Stellvertreter und Kassier Hans-Peter Degen, derzeit noch SPL, später dann DF2FA. Auf einen QSL-Manager konnten wir verzichten, weil Manfred Stahr sich bereit erklärte, jedes Mal zum OV-Abend die QSL-Karten mit herunterzubringen. Weil es so schön war, nochmal alles schön langsam und der Reihe nach.
Ein neuer Stern am Diplomhimmel war geboren. Also auch nach diesem 30. Mai ging die Welt nicht unter. Ganz im Gegenteil, es ging weiter rund im und um das AFUZ. Das zeigt auch das nächste kleine Filmchen. Der OV Bochum kommt mit einem eigenen, voll ausgerüsteten Funkbus. Und er ist sogar begehbar. Wir waren vorgewarnt und haben alles so weit wie möglich vorbereitet. Getränke und was sonst noch dazugehört, stand bereit. Ein weiteres Fest stand uns bevor. Aber im Feiern hatten wir ja bereits Übung. Ulf Kluge, wie immer mittendrin. Sogar der damalige Clubvorstand Jürgen Netzer ist da. Hier sieht man, dass die Kamera von einem Mann bedient wird. Ulf mit Bierglas. Er sucht jemand. Aha, da hat er ihn. Der Grill wird angeworfen und gegen die Hitze hilft nur Trinken. Auch der Herbert muss nachfüllen. Die Bochumer haben sogar einen eigenen Grill mitgebracht. Die haben auch gedacht, besser ist besser. QSL-Karten werden gleich an Ort und Stelle verteilt. Und zurückziehen kann man sich auch. Frau Stahr, passt auf, dass nichts anbrennt. Inzwischen hat sich eine Schlange gebildet. Aber der Ulf hat seine Bratwurst schon. Dann wird es allmählich ruhiger und gemütlicher, wenn nicht dauernd die fremden Frauen mit den langen Beinen wären. Aber auch das geht vorbei. Und ein wunderbarer Tag geht zu Ende. Die erste große Bewährungsprobe hatten wir bereits 4 Wochen nach der Gründung, nämlich das Baunatthaler Volksfest. Für dieses Volksfest hatten wir in Absprache mit dem Geschäftsführer des AFUZ einen Tag der offenen Tür verabredet. Denn uns war bekannt, dass viele Leute im Baunatal neugierig waren, was denn wohl in dem Haus mit dem runden Turm drin ist. Um auf uns aufmerksam zu machen, haben wir mit Hilfe von Werner, DL1 AP, und Sigi, DC3 FD, beide vom Ortsverband Kassel, eine Fernsehlinie aufgebaut. Und zwar vom Festplatz zum AFUZ und umgekehrt. Dadurch wollten wir auf uns aufmerksam machen und die Leute vom Festplatz zum AFUZ locken. Wir vom Ortsverband Baunatal hatten diese technische Möglichkeit damals noch nicht. Leider habe ich keine Bilder von der Situation im AFUZ während dieser Veranstaltung. Denn dort herrschte zeitweise so ein Andrang, dass man kaum noch durchkam.
Wir müssen uns also mit den Bildern vom Festplatz begnügen. Auch hier war sozusagen der Teufel los. Dann habe ich noch einen kleinen Film gefunden, der stammt auch aus der Zeit 1973-74. Und zwar sind wir da in Herberts Kellerbach. Man sieht ein paar neue Gesichter. Ibrard Höhne, Fritz Wiegand und Gisela Gulden. Chefsekretärin im AFUZ, jetzt auch bei uns, mit neuen Rufzeichen DB3FU. Wahrscheinlich wird hier das Fass leer gemacht, welches sie zum Einstand spendiert hat. Auch unsere beiden Jüngsten von damals sind zu sehen, Michael Zimmermann und Hartmut König. Äußerlich befindet sich das AFUZ im Winterkleid, aber innerlich ist der Manfred Stahr dabei, unseren C-Lizenzlern die Flötentöne beizubringen. Und er schafft es. Alle Teilnehmer haben im nächsten Jahr ihre große Lizenz. Das sind übrigens alle Rufzeichen von DF2 Fox Alpha bis DF2 Fox Hotel. Für diese Aktion und auch für das nächste Ereignis habe ich leider keine Bilder oder Filme gefunden. Aber für das weitere Verständnis ist es wichtig, dass es erwähnt wird. Der OV Baunatal hat bei der DV-Herbstsitzung in Hanau die nächste DV für das Frühjahr nach Baunatal eingeladen. Diese Einladung wurde von allen anwesenden OVVs mit großer Begeisterung aufgenommen. Denn Baunatal war mit dem neuen AFUZ allemal eine Reise wert. Es wurde sogar noch draufgesattelt. Spontan wurde der erste Mobilwettbewerb für das Jahr 1974, welcher an Kassel gegangen war, ebenfalls auf den gleichen Tag gelegt. Und am Abend sollte dann noch ein Hemdfest gefeiert werden. Eine schöne, runde Sache. Wir hatten allen Grund zur Freude. Zusammen mit dem Ortsverband Kassel sprachen wir alle Dinge gemeinsam ab. Die Leitstation für die Anfahrt nach Baunatal und den Wettbewerb sollten selbstverständlich im Turm vom Amateurfunkzentrum sein. Für die DV-Sitzung und das abendliche Hemdfest sowie für Übernachtungsmöglichkeiten wurden Räume im damals ebenfalls neuen Hotel Stadt Baunatal gebucht. Das alles sollte stattfinden am 6. April 1974. Aber dieser 6. April 1974 wird in der Geschichte des DARC ganz anders bewertet werden. Denn unser Distriktsvorsitzende O.M. Brunner, DL1KD, der zu dieser Zeit auch Amateurratssprecher war, hat kurzfristig, auch für diesen Tag, eine Clubversammlung einberufen. Mit dem einzigen Ziel, Porzellan zuzerschlagen. Und das ist ihm auch bestens gelungen. Denn nach dieser Sitzung war der komplette Clubvorstand zurückgetreten und Ulf Kluge als Geschäftsführer hatte gekündigt. Als diese Meldung nach draußen kam, standen wir alle da wie begossene Pudel und der Tag war gelaufen. Der Schock saß tief, denn es war uns sofort klar, dass sich auch für den Ortsverband Baunatal einiges ändern wird. Denn der gute Geist hat mit Ulf Kluge das Amateurfunkzentrum verlassen. Aber schon im nächsten CQDL, Nummer 574, wurde mit dieser Anzeige
ein neuer Geschäftsführer gesucht. Gott sei Dank, dass wir von den Vorbereitungen zum Volksfest 1974 wieder voll in Anspruch genommen wurden. Es war für uns inzwischen undenkbar, dass Veranstaltungen dieser Art ohne uns stattfinden würden oder sogar können. Gefunkt mit allen Schikanen wurde wieder im Holzhaus. Aber diesmal hatten wir auch eine besondere Aufgabe. Ein Festzug, oder besser gesagt Autokorso, sollte über alle Stadtteile gehen. Damit dieser Autokorso bei der langen Wegstrecke schön zusammenbleibt, wurden wir mit unseren Funkwagen im Korso verteilt und konnten somit jeweils nach vorne durchgeben, ob es langsamer oder schneller laufen sollte. Leider habe ich von dem 74er Corso keine Bilder gefunden. Deshalb zeige ich an dieser Stelle ein paar Bilder von 1975. Der Aufbau ist der gleiche, nur die Nummern sind jeweils anders. Hier ganz vorne im Leitfahrzeug sitzt der Christian mit einem Trio 2300. Dann folgt mit der Nummer 17, die F2FD, der Hans. Nummer 20 hat die F3FG, der Horst. Dann mit Nummer 23, die J9VV, komme ich. Mit dem Auto, hinten auf dem Rücksitz, die F2FA, der Peter. Und vorne neben mir, der neue Geschäftsführer vom AFUZ, OM Karl Diebund. Als letzter mit der Nummer 33, ziemlich am Schluss des Zuges, fährt Michael, die F2FH, wahrscheinlich mit dem Hartmut, die F1FU. Diese Aktionen sind damals bei der Stadtverwaltung sehr gut angekommen und wurden überall lobend erwähnt. Außerdem haben wir beim Preisschießen der Vereine für den Ortsverband Baunatal den neu gestifteten Wanderpokal im wahrsten Sinne des Wortes erschossen. Und Hartmut, DF1FU, wurde Jugendschützenkönig. Vom Sommerfielde auf dem Mosenberg und der Teilnahme am Hessentag in Fritzlach habe ich leider keine Bilder, aber ich möchte es wenigstens erwähnen. Bleiben wir gleich im Jahre 1975. Da haben wir das erste Mal einen Fielde auf heimischem Gebiet veranstaltet. Und zwar auf dem Plottenbörgel bei Großenritte. Das Ganze fängt mit einem Stuhlgang an. Dann folgen die Antennen mit dem Funkbus. Die Gegend und die Umgegend wird nochmal für gut befunden. Und dann geht's los. Und so sieht jemand aus, der sich nicht für fotogen hält. Der Rest der Mannschaft genießt das schöne Wetter. Der Hartmut ist dauernd am Lästern. Deshalb wird er kurzerhand von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Peng. Dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. Damit der Paul auch mal ins Bild kommt, hat das Filmen auch mal ein anderer übernommen. Thank you.
Nach so viel Gemütlichkeit verschwinden dann einige schleunigst in den Büschen. Einer kommt schon wieder. Und der Horst kann auch wieder grinsen. Wir sind wieder im Amateurfunkzentrum. Es ist im Oktober 1975. Wir haben einen Flohmarkt organisiert und abends soll ein Hemmfest sein. Hier strampelt der Hupsi für einen guten Zweck. Und was dem Hupsi recht ist, ist dem Kurt billig. Das war die Erfindung des Handys. Mancher Schrott und manche Mark wechselt den Besitzer. Jede Menge Schnäppchenjäger waren an diesem Tag unterwegs. Auch der Horst muss strampeln. Eine tolle Sache. Und wir hatten uns vorgenommen, das bald zu wiederholen. Aber es sollte bei dem einen Mal bleiben. Tja, Feste feiern konnten wir. Da hatten wir Übung. Die Bilder sprechen für sich. Wir waren aber immer noch in der sogenannten Kellerschenke des AFUZ. Hier präsentieren wir uns im Foyer des Rathauses. Sinn und Zweck dieser Hobbyausstellung ist, Jugendlichen eine Orientierungshilfe zu geben. Gleichzeitig war es aber auch eine Informationsveranstaltung für die breite Öffentlichkeit. Auch die Briefmarkenfreunde sahen, dass mit unserer Technik eine gute Möglichkeit bestand, ihre wertvollen Ausstellungen zu überwachen. Das haben wir dann auch ein paar Jahre lang gemacht. Es hatte zwar nichts mit Funk zu tun, aber wir hatten nebenbei weitere Möglichkeiten, uns in der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Kommentar der Stadtverwaltung dazu lautete: Eine wunderbare Sache, ein Hobbyverein hilft dem anderen. Es ist kurz vor Weihnachten und Fox 41 bastelt wieder. Genau wie in den beiden Jahren vorher. Das erste Mal waren es Frequenzzähler. Und im vorigen Jahr waren es Frequenzraster für unsere Quarzfunken, der sogenannte Mähler. Diesmal sind es keine Reiserbesen, sondern ATV-Sender. Alle Teile wurden im Laufe des Jahres beschafft und jetzt bauen wir alles zusammen. 10 Stück werden auf einen Schlag montiert.
Nach der Platinenbestückung wird alles verlötet und dann folgt der Abgleich und Testbetrieb. Am Neujahrsmorgen 1976 erscheint im Baunatthaler Luftraum dieses Testbild und so wird es empfangen. Dann erschallten die Rufe auf 2 Meter. Dreh mal die Antenne, ich will auch mal was sehen. Und die Antenne kreiste. Unter dem Gesichtspunkt der neuen Betriebsart konnten wir das Volksfest 1976 kaum erwarten. Endlich war es soweit. Wir bauen auf. Zunächst die Antennen. Und dann ein ganzes Fernsehstudio. Hartmut am Bildumschalter und der Hans war der Diskjockey am Tonmischer. Kamera 1 und Kamera 4 zeigen das Geschehen auf dem Festplatz. Jede Kamera hatte seinen Monitor und 2 Fernsehgeräte standen im großen Festzelt. Unser Ziel war, den Autokorso, der wieder über alle Stadtteile gehen sollte, von verschiedenen Standorten live zu übertragen. Schon bei dem Testbetrieb hatten wir zahlreiche Zuschauer. Am Sonntagmorgen wurden dann unsere Autos bei mir vor dem Haus wieder zu Funkwagen aufgerüstet. Dann standen wir in Reih und Glied am Rande des Festplatzes, bis es endlich losging. Schade ist nur, dass wir noch keine Videorekorder hatten, um die Übertragung von den verschiedenen Standorten im Stadtgebiet für später aufzuzeichnen. Auch ich war mit meinem Fernsehsender draußen an der Strecke und hätte es später gern einmal gesehen. Aber es soll funktioniert haben. Wir sind noch einmal im Amateurfunkzentrum. 2. bewerteter Mobilwettbewerb für das Jahr 1976 des Distriktes Hessen im Baunatal. Im Turm die Leitstationen für 80 und 2 Meter. Diese Veranstaltung war dann auch die letzte für den Ortsverband Baunatal im oder in Verbindung mit dem Amateurfunkzentrum. Siegerehrung in der Kellerschenke. Alle warten gespannt auf die Ergebnisse. Ein ganzer Tisch voller Preise und Geschenke. Auch Dieter Landefeld, DO2 Papa Victor vom Ortsverband Kassel, ist bei den Siegern und hat die freie Auswahl. Hier trifft sich der ADV-Arbeitskreis beim Herbert in der Kellerbar.
Diesmal ist auch unser Technikguru Sigi DC3FD dabei. Er ist inzwischen längst Mitglied bei uns im Ortsverband. Bei dieser Besprechung geht es um das geplante ATV-Relais und seinen Standort. Sigi hat das fast fertige Relais sogar mitgebracht und zeigt es uns von allen Seiten. Auch die 23 cm Schlitzantenne ist fast fertig. Als Ersatz für den FieldD macht sich ein kleiner Trupp vom ATV-Arbeitskreis an einem sonnigen Sonntagmorgen auf den Weg, um einen Standort für unser ATV-Relais zu suchen. Was liegt da schöner und besser als der Bounceberg? Nichts. Also besteigen wir den Bounceberg. Obwohl wir genau wissen, dass der Bounceberg als Standort nicht möglich ist. Kein Strom und zudem noch Naturschutzgebiet. Der Sendemast der EAM auf der zweithöchsten Kuppe war damals noch nicht da. Wir standen also dort oben und mussten feststellen, es wäre sehr schön, ist aber leider unmöglich. Erst als der kleine Jörg im Gebüsch ein Plastikbeutel mit einem 6er-Pack Bier findet, ist der Sonntagmorgen wieder gerettet. Auch ein Besuch in Sigis Alchemistenküche, in seinem Keller in Simmershausen, hier speziell seine ATV-Anlage, lohnt sich immer. FieldD 1977, das erste Mal auf dem Eichberg bei Hof. DF3FG, der Horst hat mit irgendeinem Verein in Hof, ich weiß nicht mehr genau welcher, den Platz für uns gesichert. Als es dann soweit war, schien die Sonne und wir gingen mit Eifer an die Arbeit. Der Antennenbau hat immer Vorrang vor allen anderen Dingen. Und wenn mal eine Stehleiter fehlt, wie in diesem Fall, dann macht das nichts, solange starke Männer dabei sind. Auch die größte Quälerei lohnt sich.
Irgendwann steht das Ding. Nur höher muss es noch. Doch dann steht das Ding. Und wie? Das sieht man in dieser Lage am besten. Und erst dann werden die Unterkünfte gebaut. Eins zu null für meine Stadt. Eine Live-Sendung im ersten Programm des Hessischen Rundfunks am 6. September 1977. Eine Quiz-Sendung zwischen Baunatal und Weilburg und wir sind selbstverständlich mit unseren Möglichkeiten dabei. Auf dem Kamin der Max-Riegel-Halle wird eine Antenne befestigt, damit die OV-Mitglieder, die zu Hause am Radio die Sendung verfolgen, über Funk das Radeteam über unsere beiden Operator Herbert und Hartmut unterstützen. Denn jede Art von Hilfe war erlaubt. Wie das Spiel ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Während der Wintermonate befasste ich mich mit Antennenplanung. Ein Versa-Tower sollte in den Garten. Nach dem Motto, kommt Zeit, kommt Rad, kommt Frühling, kommt Hochantenne. So kam dann auch im zeitigen Frühjahr, genau im richtigen Moment, die Baugenehmigung, der sogenannte grüne Punkt. Und dann ging die Post ab. Ein wahrer Begeisterungssturm brach los. Die Jungs waren kaum noch zu bremsen. Da dieses Projekt etwas mehr war als eine normale Antenne, reichte das Interesse noch über den Ortsverband hinaus. Am 11. April haben wir das Loch gebuddelt. Am 18. April wurde das Fundament gegossen. Und bereits eine Woche später, am 25. April, es war der Ostersamstag, wurde der Versa Tower montiert. So ganz nebenbei war es auch eine beschlossene Sache, dass oben auf der Spitze die 23 cm Schlitzantenne montiert wird und das ADV-Relais bei DJ9VV seinen Standort haben soll, bis sich irgendwann etwas Besseres ergibt. Alle Arbeiten gehen flott von der Hand. Drehbolzen einsetzen, Drahtseile einziehen. Hier wird noch der Mastkopf aufgesetzt. Und dann kommt der erhebende Moment des ersten Aufrichtens. Man müsste glatt die Nationalhymne spielen. Alle wollten mal kurbeln. Dann steht er und kratzt an den Wolken. Und am nächsten Morgen, es ist der Ostersonntag, strahlt der Turm in seiner ganzen Pracht. Schließlich ist auch der Beam da und die Antennen können jetzt auch montiert werden. Zuvor mussten aber die Antennen vom Dach runter, denn die werden auch gebraucht.
Kabel müssen gut befestigt werden, damit sie nicht im Wind flattern. Noch etwas Korrosionsschutz an bestimmte Stellen und dann wird wieder gekurbelt. Und fortan gibt es in Hertingshausen einen Himmelskörper mehr. Sehr gut macht sich auch die ATV-Schlitzantenne unter der rot-weißen Kunststoffhaube. Und weil die Antenne sich gerade so schön dreht, fahren wir jetzt mal eine Runde mit und genießen die schöne Aussicht. Die Runde beginnt im Südwesten mit Blick zum Odenberg. Dann nach Süden. Über den Heiligenberg nach Südosten in das Fuldatal. Über den großen Wabel in der Söhre nach Osten. Der Blick öffnet sich weit nach Nordosten. Dann der Reinhardswald, wo der Tett herkommt. Im Norden steht der Herkules. Der Baunsberg mit dem hohen Gras schließt sich an. Und schließlich die langen Berge im Westen. Der Kreis schließt sich wieder im Südwesten am Odenberg.